Okay, wir rechnen jetzt eine kleine Übungsaufgabe und zwar wollen wir 68 minus 42 rechnen. Also wir wollen von der 68 42 abziehen und ich erkläre euch jetzt kurz, wie wir das machen und dann vielleicht auch noch kurz, warum das funktioniert. Am besten schreiben wir, wie beim Zusammenzählen auch, die 68 und die 42 untereinander, also in dem Fall 68. Minus 42 und in 42 soll er genau drunter stehen, weil wir jetzt nämlich zuerst hier diese rechte Spalte, die einer Stelle voneinander abziehen, also 8 minus 2 rechnen und 8 minus 2 ist 6. So, und jetzt rechnen wir noch in der Zehner Stelle 6 minus 4, ist auch ganz einfach, das ist 2. Und da haben wir eigentlich schon unser Ergebnis. Nicht nur eigentlich, sondern das ist unser Ergebnis. Das ist 26. Jetzt wollen wir mal gucken, warum das funktioniert und wie das mit der 1er und der 10er Stelle ist. Das zeige ich euch auch in den anderen Tutorials schon, aber wir zerlegen es hier einfach nochmal. Also diese 68, die kann ich ja auch so schreiben. Das 68 ist in dem Fall nichts anderes als 60 plus 8. So, und 60 plus 8 ist 68, das wissen wir. Brauche ich jetzt auch gar nicht hinschreiben. So, und dann haben wir noch minus 42. Und minus 42 ist nichts anderes wie minus 40 und minus 2. Und jetzt kann ich das quasi wie zwei separate Aufgaben rechnen. Siehst also schon, diese einer Stelle sind hier diese eine, 8 und 2 und auf der 10er Stelle, diese 6 und eine 4, sind eigentlich streng genommen eine 60 und eine minus 40. Und so können wir das jetzt auch rechnen. Jetzt rechnen wir das nochmal hier drüben einzeln. 8 minus 2 ist 6 und 60 minus 40 ist 20. Und wenn ich das zusammenzähle, 20 plus 6, dann habt ihr gesehen, stimmt natürlich, kommt 26 raus. Also alles richtig. Können wir jetzt auch nochmal kontrollieren. Zum Beispiel könntet ihr rechnen 68 minus 26, das ergibt 42, also wenn wir es ein bisschen umdrehen, oder 42 plus 26, das ergibt 68. Das könnt ihr gerne in Ruhe einfach nochmal zu Hause selbst rechnen, wenn ihr das nachrechnen wollt. Also die 26 stimmt auf jeden Fall. Okay, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Viel Spaß dabei und bis bald. Tschüss.